Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Zweiter Teil meines Videos über eine nicht ganz so einfache Cicero-Rede. Ich bedanke mich für die vielen Zuschriften, für die vielen Abos und für die vielen netten Kommentare, die man mir schickt. Finde ich super toll, ich freue mich da sehr drüber. Wir machen weiter und zwar möchte ich heute einmal, nachdem ich euch ja nun schon viele Möglichkeiten der Textstrukturierung vorgemacht habe, zwei Sachen raussuchen, die besonders einfach sind in meinen Augen, aber trotzdem doch sehr viel bringen. Und zwar, wir fangen da gleich einmal mit an. Das Erste, was ich euch ans Herz legen möchte, sind in einem solchen lateinischen Text immer die Konjunktionen. Ihr kennt ja ganz viele. Hier vorne steht sofort eine. A vobis. Und ich möchte heute einmal in dieser Rede die Blöcke, die ich herausbekommen habe, durch so eine Leerzeile trennen. Und wir gehen einfach mal durch. Also ihr kennt a, ab, in, ad, cum, prä, präter und so weiter. Das geht relativ schnell. Zweites trenne ich wieder ab. Das dritte trenne ich. Ups. Trenne ich auch ein bisschen ab. Ad eum, ne? Ihr wisst vielleicht Fragepartikel. Quifusa per vim. Per vim. Und jetzt seht ihr, da kommt sofort ein Ad hinter, also so ein Konnektor. Und beim Konnektor hat man immer ein offenes Auge auf das, was dahinter kommt. Und ihr seht hier Ad contra. Also mache ich erstmal dieses per vim. Das mache ich erstmal weg. Et contra. Mit so ein bisschen lateinischen Grundkenntnissen. Ja, weiß man, dass das mit dem Akkusativ steht. Auspicia. Sieht jetzt nicht nach so einem Akkusativ aus. Aber ihr erinnert euch natürlich ganz schnell. Neutrum, Plural. Auspicium. Also wir machen das mal, wenn man sich da nicht sicher ist. Und ich trenne das mal ab. Und dann machen wir weiter. Obsessionatum. Ad opprimendam. Ad opprimendam rem publicam. Da haben wir auch so ein Auge drauf. Dafür folgt auch noch ein Akkusativ. Also mache ich das nochmal fett. Das hatten wir im so. Ab eis relictus. Da ist nur ein Ablativ. So. Okay, wo ist denn? Cum mit dem Ablativ hoc gladiatore. Und dann kommt conditionis. Das ist erkennbar kein Ablativ mehr. Also, quam canonis illegal legatio sine memnisi etiam in decretum uci legati ad Hannibalem. So. Mituntur ne opignosu de ne mutiam ne provincam de populetur ne lectus habet si in, das ist auch eine interessante Stelle, und zwar, ihr seht hier das in, entweder mit dem Akkusativ, also in villam, wohin gehe ich? Ich gehe in die Villa, oder auf die Frage wo, wo halte ich mich gerade auf? Ich halte mich in der Villa auf. Dann steht das mit dem Ablativ. Und ihr seht, die Wörter, die hier nachkommen, Senatus Populique Romani, die Endungen us, Latein ist eine Endungssprache, habe ich glaube ich schon Dutzend von Mal gesagt. I ist keine, das Que ist so ein Connector et. Den mache ich jetzt mal gemeinerweise weg. Schreibe ich den Connector dazu. Und jetzt sieht man hinten Potestate. Also habe ich hier so einen präpositionalen, Entschuldigung, so einen Ausdruck mit der Konjunktion, der relativ weit reicht. Facile vero den Imperium. Ut in patrum, conscriptorum, in patrum, fett. Atque in vestra potestate.
in wieder mit dem Ablativ. Qui in sua numquam fuerit. Das ist immer, solche Stellen hasse ich. Kein Mensch weiß, wie hier das Pronomen sua zu übersetzen ist. Ille umal sua fecit. So, ihr seht, das war, ich gucke auf die Uhr, 5 Minuten Arbeit, relativ wenig. Das ist das Erste, was ich, ich glaube, ich bin fertig, ja genau. Das ist das Erste, was ich einmal euch zeigen wollte. Ich schreibe das einmal drunter. Erstens, also, haben wir sowieso immer Verbformen. Zweitens, Strukturierung nach Präpositionen. Oh Gott. Mal gut, dass ich kein Sekretär geworden bin. Ja, wäre ich schon längst verhungert. Okay. Und drittens an dieser Stelle Strukturierung nach. Ihr wisst, die lateinische Sprache ist durchsetzt von den sogenannten KNG-Kongruenzen, also mindestens zwei Wörter, die relativ eng beieinander stehen und die gleiche Endung haben. Also, ich mache mal ein Beispiel, da muss ich erstmal diesen Fettdruck ausschalten. Ein Doppelpunkt, also in Villam Novam. Da seht ihr, sowas meine ich also. In Villam Novam, wohin? In die neue Villa. Da sieht man an der Endung AM, dass die Wörter unbedingt zusammengehören. Zum Beispiel meine Mutter, Matrem. Ja, jetzt darf ich natürlich nicht Mem schreiben, das ist falsch, sondern die Mutter, Mater, Matres, ist mit Femininum. Deshalb muss ich Mem schreiben. Sowas zum Beispiel. Patrem. Jetzt sein Vater, ich sehe seinen Vater, heißt auch nicht Suem, sondern Pater Patres ist Maskulinum, also Suum. Allerdings an der Endung sieht man doch an der M-Endung, wenn man so ein bisschen, ja, man braucht nur ganz wenig grammatikalische Kenntnisse, dass da mindestens zwei Wörter zusammengehören. Und daraufhin wollte ich jetzt diesen Text einmal untersuchen. Ich scrolle einmal zurück. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Da seht ihr sofort hier, das brauche ich jetzt auch nicht mehr zu markieren, allein durch das Abrücken der gefundenen Wörter Avobis und Repudiari sieht man, dass dieses Hanc Sententiam zusammengehört. Lasse ich einfach so stehen. Ad quem enim legatus, da findet man gar nichts. Anim ne comma. Jetzt geht es hier los, qui, wir lesen aufmerksam und enden und gucken nur auf die Endung, pecunia publica dissipata. Ja, das muss zusammengehören. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und ich rücke das ein. Und jetzt kommt ein Adque und dahinter ein Effusa. Wenn man das jetzt hat und das Adque als Connector kennt, dann weiß man natürlich auch, dass dieses Effusa zu pecunia publica, also das pecunia publica ist einmal dissipata und es ist effusa. Und jetzt sieht man hier, per vim et contra auspicia ist auch wieder ein Wortblock. Und jetzt guckt man weiter, impositis rei publicae legibus, Komma. Lassen wir stehen. Fugata contione. Das ist sowas wie da unten, das A kann lang sein. Contione, das ist eine Ablativendung. Und außerdem ist das für die der Grammatik nicht so mächtigen dann auch noch in Kommata eingetrennt. Also das muss ganz klar zusammengehören. Das nächste, obsesso senatu. Ihr seht wieder eine O-Endung, obsesso senatu, Ablativ. Und jetzt beim dritten Mal kommt man natürlich darauf, ob das vielleicht ein Ablativus absolutus ist.
Ich mache das mal. Wenn man so einen Verdacht hat, muss man das irgendwie. Abel abs. Wenn das natürlich ein Abel abs ist, durch Komma getrennt und oben die E-Endung als Ablativendung, dann ist das auch Abel abs. Ha, das war viel zu groß. Also und man guckt einen zurück. Legibus ist der klassische Ablativ. Publicae leider nicht. Rei aber impositis. Also hat man. Das gehört natürlich auch noch jetzt zusammen. Und ich drucke das fett. Und schreibe dann klein dahinter. Abelabs. Ihr seht. Ich habe ja früher mal davon gesprochen, dass man grammatikalische Phänomene heraussucht, wenn man auf die Endungen achtet und diese KNG-Kongruenzen beachtet, dann ist es oftmals so, dass einem die grammatikalischen Phänomene, viele besonders Partizipialkonstruktionen, die ja von der KNG-Kongruenz leben, einfach umsonst in den Schoß fallen. Das wollte ich hier einmal gezeigt haben. Wir machen einmal weiter. Ach, das habe ich ganz vergessen hier. Cum steht mit dem Ablativ und ihr seht hier cum latrone manu. Latronum kann niemals ein Ablativ sein. Manu aber, langes U und konsequenterweise müsste ich natürlich auch jetzt noch in Galliam, ist auch. Habe ich eben übersehen. Tut mir leid, ist glaube ich nicht so schlimm. Ja? Wir waren bei KNG-Kongruenzen. Mutinam quia quaevo bis potest conditionis equitatis legationis. Da markiere ich mal dieses Is. Das Is ist total gefährlich, besonders bei Wörtern, die man nicht kennt. Das kann Ablativ sein, es kann aber auch Genitiv sein. Müssen wir uns später mit beschäftigen. Jetzt gucken wir weiter in Decretum utile alterniva mitterentur consulem designatum. Da haben wir noch mal eine KNG-Kongruenz. Sit in seiner Podestate, hoc denon separebit, da sehe ich erstmal nichts. Conscriptorium sit in sua numquam quid elle rödel, rödel, rödel. Da sehe ich erstmal auch nichts. Nee, da sehe ich erstmal nichts. So, jetzt muss ich natürlich hier, wenn ihr euch den Text jetzt noch einmal anschaut, dann sieht man, dass man im Prinzip, ja, ich will jetzt nicht behaupten, den Satz schon übersetzt hat, aber jetzt muss man natürlich, nachdem man so viel herausgefunden hat, einmal zum Lexikon greifen. Sich die unbekannten Vokabeln raussuchen und unter Beachtung der Grammatik, die man festgelegt hat, zum Beispiel wenn man hier ein Ablativus Absolutus gefunden hat, dann macht man da zum Beispiel einen temporalen Nebensatz drauf. Fugata contione obsesso senatu. Ja, nachdem der Senat besetzt worden war, sage ich jetzt einmal spontan, ja. Hier ist noch eine ND-Form. Zum Erdrücken den Staat, um den Staat zu erdrücken oder zu erpressen. Ihr seht, das purzelt einem mit so ein bisschen Vokabelkenntnisse direkt in den Schoß. Hausaufgabe bin ich mal so, nein, mache ich natürlich nicht. Im nächsten Video werde ich dieses Fettgedruckte, was wir hier jetzt erarbeitet haben, einmal vokabelmäßig erörtern. Das bedeutet, man muss die Vokabeln nachschlagen, die man nicht kennt und ja, ich denke mir, das ist super toll. So, also schreib hier nochmal hin. Viertens, was habe ich da oben? Genau. Vokabelarbeit, Arbeit und Übersetzung, Setzung der markierten Stellen. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, sonst hört mir nachher, wenn ich so lange laber, keiner mehr zu. Gott sei Dank bin ich kein Sekretär.
unsicher geworden. Eine Sache habe ich allerdings noch, die drücke ich euch eben aufs Auge. Und zwar haben mir mehrere User geschrieben, ich habe ja schon mehrere Videos jetzt reingestellt, ob ich nicht mal irgendwie da eine Übersicht reinbringen könnte. Ich hatte mir überlegt, Lesezeichen ist nicht das Wahre, kann man zwar machen. Ich werde jetzt am Ende eines jeden Videos, zack, so eine Übersicht ins Netz stellen, also hinten an das Video hängen, sodass ihr immer seht, die sind auch schön von 1 bis, wie viel haben wir inzwischen? 37, dieses Video ist schon dabei. Ach nee, dieses Video ist noch nicht bei, wäre also Nummer 38. Da könnt ihr nochmal gucken, was hat der Mann schon gemacht, was kann ich gebrauchen und dann gebt ihr einfach den entsprechenden Text bei YouTube ein. Wenn das jetzt ein bisschen schnell geht, könnt ihr das Video hier anhalten. Ja, das war es eigentlich. Solltet ihr jemanden haben, Reklame in eigener Sache, der sich ein paar anspruchsvolle Mathematikaufgaben anschauen will, habe ich auch was. Dem zeigt ihr einfach dieses. Ich habe also Tutorial Matheaufgaben, da bin ich allerdings erst bei Nummer 25. Wenn man da mal etwas nachgucken möchte oder man möchte sich etwas vorrechnen lassen, vielleicht Bekannte, Verwandte, Oma, Opa. Nee, sind hauptsächlich Leistungskursaufgaben. Okay, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Video. Hoffentlich macht euch die Cicero-Rede Spaß. Ausblick ist, sag ich nicht, verrate ich nicht. Es wird noch schwieriger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.